Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute werden wir zusammen Yoimiya upgraden, das heißt, wir werden sie hochstufen, ihre Talente zumindest bis sie teure Ressourcenkosten hochleveln, außerdem ein bisschen Artefakte farmen, aber wirklich nur ein kleines bisschen und gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Und ja, das machen wir heute. Yoimiya habe ich, wie sagt man, glücklicherweise bekommen. Mehr durch Zufall, sage ich mal. Eigentlich wollte ich nur Sayu haben. Für meine 4-Sterne-Collection. Haha. Free-to-play-mäßig. Und ja, wie es der Zufall so wollte, Yoimiya noch oben drauf bekommen. War ein richtig fetter Pull. Und ja, ich werde sie wahrscheinlich nicht allzu viel benutzen, aber da ich nicht so viele 5-Sterne-Charakter habe und auch in die meisten 4-Sterne-Charakter nicht zu viel investieren möchte, ich möchte halt auf jeden Fall für jedes Element einen starken Charakter haben, was aktuell immer noch nicht der Fall ist. Pyro habe ich schon Hu Tao als Main und da habe ich auch schon sehr viel investiert. Deswegen wäre es, ich will es nicht sagen sinnlos, aber naja, einfach aus Free-to-Play-Sicht nicht sehr, so, sehr sinnvoll, zu krass in Yoimiya jetzt auch noch reinzugehen, weil sie halt auch Pyro ist. Und mir fehlen halt aber noch andere Elemente. Also ich habe zum Beispiel keinen sehr starken Elektrohelden, keinen sehr starken Kryohelden. Technisch gesehen wohl auch keinen sehr starken Hydro-Helden, wobei Hydro Jingjio passt schon. Aber ja, auf jeden Fall, mein Setup ist nicht sehr gut, sage ich mal, an Helden. Und deswegen Yoimiya zum Beispiel für den gewundenen Abgrund und so wäre sie schon ganz gut. Deswegen will ich sie auf jeden Fall zu einem angemessenen Level pushen, aber eben auch nicht zu sehr, weil eben schon Hu Tao da ist. Genau. Und ja, wir müssen mal gucken, ob das überhaupt reicht. Also für Level 80 müsste es eigentlich reichen von den Ressourcen her. 289 von den Weisheitsdingern. Machen wir hier noch voll. Also es müsste sich eigentlich ausgehen. Level 90 wahrscheinlich nicht, aber Level 90 muss sie auch nicht sein. Erstmal. Das ist ja noch nicht so wichtig. Das kann man ja dann immer noch machen. Genau, ballern wir erstmal hier Fett rein. Das müsste eigentlich auch locker reichen für die nächsten 10 Level. Genau, zack. Ja, ist schon heftig, wie viel man farmen muss, nur um einen Charakter zu pushen. Und dann stell ich mal vor, ihr habt jeden 5-Sterne-Charakter und wollt sie alle mal ausprobieren und alle mal pushen. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. So. Aber zum Glück ist man als Free-to-Play-Spieler sowieso nicht in der Situation, dass man das jemals machen könnte. Deswegen ist das wohl was Gutes, I guess. So. Ich finde es ein bisschen schade, dass beim Hochstufen die EP verloren gehen. Aber zum Beispiel, wenn man Waffen upgradet, dann werden dir ja die Erze wieder erstattet, quasi, also geringere Erze. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum das beim Hochstufen von Charakteren nicht genauso funktioniert. Also wenn es diese Mechanik gar nicht gäbe, würde ich sagen, okay. Aber es gibt sie mit der Zurückerstattung. Also ehrlich gesagt verstehe ich die Logik da nicht so ganz. Aber naja. Alright. Und na gut, Level 90, ne? Meint, vielleicht reicht es sogar. Ich glaube, 90 oder so braucht man. Ich weiß nur nicht, ob ich das auch machen will. Das ist die andere Frage. Würden die Dinger hier auch reichen? Ja. Ja, ist wirklich die Frage, will ich das machen? Will ich das wirklich machen? Naja, gut, ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Das würde mich jetzt halt alle meine Bücher wieder kosten. Wow, und auch all mein Mora, nevermind, es kostet 500. Uff. Erstens reicht es nicht und zweitens habe ich die Talente. Nee. Jetzt habe ich wahrscheinlich gar nicht genug Mora für die Talente. Also wir werden sie sehr wahrscheinlich nur auf Stufe 6 erstmal machen. Also ich weiß noch nicht, welches Ding sie braucht, welche Gebietssäuberungs... ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger überhaupt. Der Talent-Upgrade-Materialien sie dann braucht für die höheren Stufen. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Talentbücher müssen wir vielleicht noch ein paar umwandeln, aber da habe ich ordentlich gefarmt. Also die müssten eigentlich locker reichen. Und bis 6 geht es eben, wie gesagt, ganz chillig. Und jetzt kostet es richtig viel von 6 auf 7. Da kommen dann die zusätzlichen Materialien. Was ist das? Horn des Drachenkönigs? Das ist von Ashtara, oder? Ja, genau. Ashtara. Ja gut, davon habe ich relativ viele, weil ich noch keinen einzigen Charakter hatte, der es bisher gebraucht hat. Das ist jetzt die Frage, will ich das machen? Das Problem ist, man weiß halt bei Bahn und so nicht, zumindest das letzte Mal, als ich geschaut habe, bei den Leaks wusste man noch nicht, welche Materialien sie braucht. Man kann aber, denke ich mal, stark davon ausgehen, dass es von der Senora was sein wird. Und wahrscheinlich auch eine neue Sphäre. Also, ich denke mal, alles, was man für Baal braucht, werden neue Sachen sein. Also nichts, was man jetzt schon farmen kann, außer Artefakte halt.
Von dem her ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber den Gebietssäuberungsdingen könnte es ja doch sein, dass die La Signora keine Gebietssäuberung wird und ein normaler Boss oder was auch immer. Aber das, also kann ich mir fast nicht vorstellen, es muss eigentlich eine Gebietssäuberung sein, weil erstens hat Inazuma keine Gebietssäuberung und zweitens, wenn Child ein Gebietssäuberung-Boss ist, dann wäre es unlogisch, wenn die Signora keiner wäre, weil die Signora eigentlich stärker sein dürfte, theoretisch, in der Lore zumindest. Und, naja, halt auch viel gefährlicher, sag ich mal, viel böser. Ja, weil das Upgrade gar nicht so heftig ist. 13, 12%. Ja, ich meine, bis es Krone der Weisheit oder sowas kostet vielleicht auf Stufe 8. Und dann kostet es, glaube ich, ne? Nee? Ah, kostet es erst auf Stufe 10? Ja, gut. Dann gucken wir mal, wie viele Talentbücher, wie viel Mora habe ich eigentlich noch? 1 Million. Boah, das, ich hatte gerade 3 Millionen Mora. Das Zeug geht weg. Das ist ab. Das ist richtig ekelhaft. Wo ist denn hier Vergänglichkeit? Hier. Dann Shinshio. My boy. Gibt uns hier Materialien zurück. Zack. Und wie können wir hiervon craften? Na gut, dann machen wir hier nochmal. Ja, machen wir einfach Full House, oder? Ja, wobei. Ein paar will ich mir schon aufheben. Man braucht das von zweimal nur sehr wenige, aber wenn man gar keine hat, ist auch blöd. Und hier das gleiche, machen wir 20. Ja, oder. Würde eh nicht reichen. So viel. So viel gefarmt und einfach in Sekunden ist es weg. Eieiei. Oh, Moment mal. Yoimiya ist jetzt ja hier vorne. Wo ist sie hier? Dann Talente. Hier. Machen wir jetzt erstmal überall Stufe 8. Ich meine, Stufe 8 ist schon sehr gut. Also die meisten Helden, selbst die, die ich aktiv benutze, viele von denen haben auch nur Stufe 8. Also außer 4-Sterne-Helden natürlich, aber Zhongli zum Beispiel ist teilweise auch noch Stufe 8. Also. Ja, wobei. Ne, den habe ich, glaube ich, letztens auf Stufe 9 gemacht. Aber wie gesagt, also Stufe 8 ist schon. Dann wird es halt richtig teuer. Hier 12 brauchen wir und wir haben 0. Dann geht jetzt eh nichts mehr weiter. Holy moly, ich habe die Sphäre halt legit eine Woche lang. Also, ich meine, man kann es ja nicht jeden Tag machen. Und mein ganzes Mora ist weg. Ich habe nur noch 300.000 Mora. Es ist wirklich. Ach, das. Das Spiel ist crazy. Wenn mein Charakter jetzt nicht mal fertig gemacht quasi. Also, abgesehen. Also, ich meine, es gäbe ja noch C6 zum Beispiel. Das habe ich ja sowieso nicht. Aber wenn ich jetzt noch alle Talente auf Stufe 10 machen wollen würde. Es würde mich noch, boah, es würde mich noch 3 Millionen Mora allein dafür kosten und dann noch den Talent. Ach, also mir fehlen wahrscheinlich 4 Millionen Mora, um Yoimiya jetzt in Anführungszeichen fertig zu pushen. Und dann gäbe es noch C6, ey. Ach, geisteskrank. Das ist so krank. Ich meine, gut, okay, man muss ja nicht alles auf einmal machen, wenn man es schrittweise macht, dann geht schon. Ich meine, wenn du alle paar Tage was machst oder so, passt schon, aber ja, wenn man, selbst wenn man viel gefarmt hat, viel gespart hat, ist das schon heftig. Tun wir sie mal hier rein in das Team. Ich will sie jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren, jetzt wo ich sie gepusht habe. Genau, mit Zhonglis Schild auch. Aber jetzt ist sie ja Level 80. Wie viel Leben hat sie denn? 15.000. Ach so, nee, Moment mal. Ist ja Schwachsinn. Wir wollten ja noch Artefakte farmen. Hoppla. Mein Fehler. Na, Moment. Ah, das ist auch das falsche Team. Hier wollen wir hin. Einmal wollte ich noch den Momiji-Garten mit euch machen für eben die Artefakte. Ich meine, jetzt könnten wir theoretisch auch die Sphäre machen, wo man die Talentbücher für Yoimiya farmt. Aber ich denke nicht, dass ich sie jetzt nochmal pushen werde, weil ich will ja auch Baal haben. Ich meine, hoffentlich klappt es mit ihr. Und da brauche ich natürlich auch fette Ressourcen. Also ich denke mal, Stufe 8 reicht jetzt erstmal. Genau, dann machen wir jetzt einmal schnell den Momiji-Garten mit angereichertem Harz. Zack. Zack. Und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt davor noch ein paar Runs gemacht, mir die Artefakte noch nicht alle angeschaut. Vielleicht ist ja was Geiles dabei. Aber ich muss dann wahrscheinlich wieder irgendwas random upgraden, wenn mein Inventar voll sein wird. Gehe ich mal stark davon aus. Aber dafür werde ich dann wieder kein Mora haben. Uff, ein ewiger Teufelskreislauf. Ein ewiger Teufelskreislauf. Dodged it, baby. Komm schon.
leave you a verse. Wind strike. Everybody stand. Nice, so. 53 Sekunden, schlecht. Okay. Dann angereichertes Harz. Kriegen wir die doppelte Belohnung. Extra hergestellt für euch, damit wir nur einen Run machen müssen. Und 2 5 Sterne nur leider. Oder, ja. Man kann auch 3 oder sogar 4 kriegen, soweit ich weiß. Also 3 hatte ich schon, 4 geht aber, glaube ich, auch. Alright, dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ein Artefakt habe ich bei ihr, glaube ich, schon gepusht. Ach, jetzt gehe ich immer da runter, weil ich so gewohnt war. Hier ist sie. Also, ich möchte mit ihr quasi das Set hier haben. Gedenken an Shimenawa, 4 Teile. Das 5. Teil ist theoretisch egal, aber solange ich noch nicht alle Set-Teile habe, ist es... Also, ich muss ja erstmal warten, was so die Set-Teile hergeben. Und hier habe ich schon was auf 20 gemacht. Ist nicht perfekt, also es wäre halt wieder KT, K-Schaden-Angriff, wie man es halt so kennt. Aber irgendwas musste ich halt pushen, weil mein Inventar wieder voll war. Und habe auch immer noch nichts Besseres. So. Also hier sind halt nur 2 der 3 Werte, die man haben möchte. Flat-Angriff, okay, ist nicht schlecht, aber halt nur 8, also voll wenig. Und Verteidigung ist natürlich auch nicht so gut. Und das hier habe ich auch gepusht. Hier ist zumindest noch Elementarkunde dabei. Ich meine, das ist ein Wert, der nie verkehrt ist. Außerdem ist Crit-Schaden und Angriff bei den random Erhöhungen ziemlich oft gepusht worden. Das sind insgesamt 25%. Fast 25%. Also ziemlich gut. Genau, habe ich da jetzt noch was Neues bekommen? Hier? Nope. Nope, nope. Okay. Ja, also die beiden wären es wahrscheinlich. Die haben zumindest 2 von 3 wichtigen Attributen. Und dann hier habe ich noch nichts. Hier haben wir aber eine Menge Auswahl. Nur ein neues anscheinend. Hier habe ich, glaube ich, auch eins mit 2 Werten, oder? Hier wäre Aufladerate Elementarkunde, das ist auch nicht schlecht, aber... Nope. Es gibt halt nicht so viele Dinge und nicht ein einziges hat zumindest 2 der 3 Werte, die ich suche. Das kann halt echt nicht sein. Das ist so crazy. Man muss auch nochmal durchgehen zur Sicherheit, nicht, dass man was übersieht, aber... Ah, hier ist auch Elementarkunde und Aufladerate. Ja, Hauptsache, das kriege ich 5-mal und das, was ich suche, kriege ich keinmal. Das ist crazy. Hier haben wir... 1, 2, 3. Oh, ach so, nee. Da falle ich jedes Mal wieder drauf rein. Das Ding muss ich mal wegschmeißen. Nee, mach ich natürlich nicht, weil vielleicht brauche ich es ja noch. Aber das hat halt Elektroschadensbonus, was an für sich ultra gut ist, aber halt mit Yoimiya nicht. Ach, wenn das Pyroschadensbonus wäre, hätte ich es auf jeden Fall genommen. Schade, schade, schade. Ja, RIP. Genau. Und dann haben wir noch hier. Hier habe ich 4 neue. Okay, also hier haben wir jetzt 4-mal die Chance. Habe ich da schon was gepusht? Nein. Okay, also das ist Müll. Ach, das ist auch Müll. Müll. Auch Müll. Ah ja, das trägt sie gerade. Naja, Angriff und K-Schaden. Da fehlt wieder ein Wert und hier fehlt auch ein Wert. Hier ist K-Schaden und KT. Also nichts. Also, das mit den Artefakten ist echt etwas, was mich persönlich wahnsinnig macht in dem Spiel. Ich meine, manche Leute sagen 5 Layers of RNG, also 5 Ebenen von Zufall, die hier passieren können. Was quasi ist, du machst die Sphäre, es gibt 2 Artefaktsets, die du kriegen kannst. Also, jede Sphäre hat 2 Sets. Also schon mal 50-50, welches Set du überhaupt bekommst in jedem Durchlauf. Dann Main-Attribut wichtig, dann die Attribute, die Unterattribute und dann beim Hochstufen nochmal, welche Unterattribute gepusht werden. Weil selbst wenn du die 3 perfekten Stats hast, rein theoretisch kann es passieren, dass du upgradest. Dann kommt zum Beispiel hier, also jetzt angenommen, ich würde das hier pushen, dann kommt zum Beispiel Verteidigung Flat dazu und das wird 4-mal gepusht und ich kriege kein einziges Mal K-Schaden, KT oder Angriff. Also mal angenommen, das wären die Werte, beziehungsweise Angriff ist ja oben schon drin, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist, also wenn ich verstehe, dass es nicht so einfach sein soll, dass halt auch der Anreiz da ist, für Leute Geld auszugeben, damit es halt schneller geht, damit es leichter wird, damit sie noch mehr Artefakte holen können und noch mehr Runs machen können und bla bla bla. Aber es gibt halt einen Punkt, wo es einfach komplett übertrieben ist und ich finde, das ist schon komplett übertrieben. Also cool wäre es halt, wenn man irgendwie sagen könnte,
Die Hauptattribute, man wählt eins aus und nur das kommt und alles andere bleibt aber zufällig zum Beispiel. Weil dann könnten Leute wie ich, also ich gebe mich ja halt doch oft mit dem Schlechteren zufrieden, einfach weil es halt unmöglich ist, sonst irgendwann mal fertig zu werden. Also ich habe bei Hu Tao habe ich nachgegeben, bei Hu Tao, ich komplett übertrieben, bei Hu Tao habe ich legit 3 Monate lang eine Sphäre nonstop gefarmt und habe nicht das bekommen, was ich wollte, was schon abartig war. Also da habe ich wirklich einfach nicht mehr weiter gewusst. Kasua. Gut, da habe ich es nicht so lange probiert, muss ich ehrlich zugeben. Da war es vielleicht 3 Wochen höchstens. Also da habe ich auch viele Runs gemacht. Er ist auch immer noch nicht fertig, ihm fehlen immer noch 2 Artefakte im Endeffekt. Genau, also da habe ich auch relativ schnell aufgegeben. Und jetzt Joimiya, ist eigentlich auch wieder so. Jetzt, mein, ich habe jetzt die Sphäre auch schon etliche Male gefarmt, habe auch schon einiges davon wieder vernichtet von den Sachen, die ich halt einfach nicht gebraucht habe zum Beispiel. Holy moly, wenn hier oben Angriff wäre, was wäre das denn bitte? Das wäre ein geiles Ding, wenn hier oben Angriff drin wäre. Oder, was heißt geil, aber es wäre definitiv nicht schlecht. Ja, es ist einfach, es ist zu viel RNG für meinen Geschmack, diese Artefakte. Es nervt so unglaublich. Weil, ich meine, man gibt sich schon mit Schlechterem zufrieden. Und selbst dann kannst du beim Upgraden immer noch die A-Karte ziehen. Und der falsche Stat wird gepusht, wie zum Beispiel Verteidigung oder Flat AP oder so. Auf einem Charakter, den du als Damage-Dealer benutzen willst oder so. Ach, da kotzt du halt einfach im Strahl, weil du dann im Endeffekt alles nochmal machen musst, theoretisch. Oder du gibst dich halt mit dem Müll dann zufrieden, den du bekommen hast. Das ist halt. Ich weiß nicht, es ist nicht wirklich zufriedenstellend, weil man. Also, ich glaube, ich habe. Lass mich mal bei Hu Tao schauen. Also hier habe ich mit Abstand am meisten Zeit investiert. Hier habe ich, ja genau, hier habe ich K-Schaden, KT, Angriff. Also die perfekten Stats. Hatte auch Glück beim Upgraden. Das sind insgesamt fast 30%, also relativ gut. Dann hier habe ich kein Setteil, aber KT, K-Schaden, Angriff. Also auch wieder perfekt eigentlich. Dann hier Angriff, KT, K-Schaden. Also auch sehr gut. Leider mit den Substats nicht so viel Glück gehabt. Dann hier, genau, hier war das, wo ich dann den sauren Apfel gebissen habe. Hier habe ich ewig lang gesucht und es einfach nicht bekommen, was ich wollte. Hier wollte ich Pyroschaden haben. Wobei ich mich mit Angriff theoretisch auch zufrieden gegeben hätte, wenn es Angriff, K-Schaden, KT gewesen wäre. Aktuell ist es aber, gut, Aufladerate ist jetzt nicht so schlecht, Flat-Angriff ist jetzt nicht so schlecht und 10,5% KT ist auch nicht so schlecht. Aber ja, hier habe ich den Kompromiss dann auch irgendwann eingehen müssen, einfach weil es einfach unmenschlich geworden ist. Ich habe die Sphäre ohne Scheiß 500 Mal gemacht und einfach nicht bekommen. Irgendwann verliert man halt fast den Verstand schon. Also das ist abartig. Und hier habe ich, glaube ich, genau, hier war es auch so ein Semi-Kompromiss, weil ich wollte auf jeden Fall KT hier haben, weil ich habe die Waffe von Hu Tao, die ich nehme, die ich genommen habe, die gibt Crit-Schaden als Hauptstat, also die Waffe, die Schwarzsteinlanze. Und wenn man die nimmt, dann wird stark empfohlen von so ziemlich jedem Guide, dass man dann mindestens ein Artefakt auf KT geht, weil sonst lohnt sich das nicht. Weil wenn du die ganz, also wenn du extrem viel Crit-Schaden hast, aber du hast keine, oder nicht mal ansatzweise 100% KT, dann bringt dir das halt nichts. Deswegen musste ich hier auf KT gehen und habe dann leider auch mit den Substats nicht so viel Glück gehabt. Wobei K-Schaden 14,8% ist eigentlich relativ gut, aber Verteidigung 15,3 ist halt. Ach. Das könnte halt auch Angriff zum Beispiel sein. Aber das meine ich halt. Also ich meine, hierfür habe ich ewig gefarmt. Also ja, okay, ich habe 3 gute Dinger gehabt, wobei das hier kein Setter ist. Moment, das hier ist kein Setter. Aber das ist halt. Ach, es kotzt einfach an. So crazy, wie viel Zeit da einfach reinfließt. Und wenn jemand nur casually spielt, also nur ab und zu spielt, nicht jeden Tag, nicht immer sein Harz runterfarmt, kannst du es eigentlich komplett vergessen. Da brauchst du dich über Artefakte, mit Artefakten brauchst du dich dann eigentlich gar nicht beschäftigen. Außer du willst wirklich alles, also außer du spielst immer nur einen Charakter und farmst auch immer nur für einen Charakter, dann schon. Aber sobald du mindestens 2 oder 3 Charakter machen willst und du keine Kompromisse eingehen willst, dann kannst du gleich aufhören zu spielen, weil das wird niemals funktionieren. Es geht einfach nicht. Außer du bist der glücklichste Mensch der Welt und lackst wirklich bei jedem Attribut rein. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass keiner so viel Glück hat, weil das fast unmöglich ist. Das ist entgegen aller Wahrscheinlichkeiten. Und ja, das war noch ein kleiner Rant über die Artefakte. Ach so, und Joimiya wollten wir noch ausprobieren. Jetzt habe ich das beinahe vergessen, weil ich so angefressen bin. Ja, ich meine, so angefressen bin ich jetzt nicht, aber es ist halt einfach dieser Frust, der sich jetzt langsam mal angestaut hat. So. Ja, ach so, wobei ein paar Artefakte sollte ich ihr trotzdem geben, müssen wir es clean, weil sie hat es jetzt beinahe gar nichts. Habe ich irgendwas frei? Was habe ich hier? Angriff. Ja, das ist doch ganz gut. Dann geben wir ja das hier.
Und hier hat sie auch nichts. Da könnten wir ihr. Das könnten wir ihr da geben. Das ist ja. Oh, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Ach so, jetzt haben wir den Set-Teil nicht mehr meint. Den Set-Effekt meine ich. Nein, sie braucht schon hier was, damit wir den Set-Effekt haben. Okay, passt. We've got nothing else to do. Why don't I tell you a story? Na, sind es gute Gegner? Na, ich schätze There's schon. no end to this. Let me try. Okay. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, der Schaden. I like it, I like it. Dann machen wir die Elementarfähigkeit. Es ist so crazy, es ist eigentlich genau das gleiche wie Hotao, nur mit Bogen. Es ist halt sogar der Schaden ist ziemlich ähnlich. Ich hatte noch nie einen Bogen-Charakter als sozusagen Damage-Dealer oder als Main-Charakter. Das ist mal was anderes. Also Fischl habe ich am Anfang sehr viel benutzt, aber dann auch sehr schnell ausgewechselt, weil sie halt wirklich auch wirklich nur ein Sub-DPS war. Oder halt Supporter mehr eigentlich. Das ist gar nicht so schlecht, der Damage. Es könnte ein bisschen besser sein, aber zwei ihrer Artefakte sind nicht geupgradet. Von dem her passt das schon, aber jetzt blockt er. Boah, ist doch gar nicht so schlecht eigentlich. Gar nicht so bad. Ach ja, ihre Waffe, by the way, ist auch ein Kompromiss natürlich, weil Bögen habe ich keine guten. Da habe ich den rostigen Bogen genommen, wird er mit Standardangriffen verursachten Schaden um 40% und verringert dafür heftige Schläge. Aber die heftigen Schläge benutzt man jetzt im direkten Kampf eigentlich nicht so häufig. Genau, dann habe ich dann mal schnell auf Max-Level gepusht, weil das war der beste Bogen, den ich hatte für Yoimiya. Genau. Also der ist auch, also ich meine, da allein, ich meine, Hutao zum Beispiel hat eine viel bessere Waffe, die ist auch schon ein paar Mal verfeinert, also kann man sie nicht so direkt vergleichen. Aber ja, gefällt mir, wobei ich die Ultimate gerne auch nochmal auslösen würde. Wie kann das eigentlich sein, dass ich, hatte ich nicht sogar ein bisschen Aufladerate in den Artefakten? Wie kann das sein, dass nicht mal die Ultimate aufgeladen ist? Na ja, gut, bei Hilichurin, naja, ist jetzt auch irgendwie wack. Da brauchst du die Ultimate jetzt auch nicht probieren eigentlich. Weil die fallen ja so oder so sofort um. Jetzt bräuchte ich nochmal so einen Kairagi. Mal den Ultimate-Schaden. Oder sie. Die Spiegeljungfrau ist auch nicht schlecht. Hello there. Ey, hört auf, mich zu verfolgen. Hello, woman. Oh, jetzt hat sie unsere Dinge verringert. RIP. What? Nur 5000 Schaden? Okay, das ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Ich muss mir die Spezialfähigkeit nochmal durchlesen, was nochmal diese Dinger gemacht haben. Ich glaube, die haben einfach den Schaden erhöht. Boah, jetzt wird's fast ein bisschen risky hier. Oh oh. Close one. Damn it. So, was war nochmal bei der Ultimate? Diese Dinger, diese Markierungen, was haben die gemacht? Ah, das war von allen Truppenmitgliedern außer Yoimiya. Ah, stimmt. Das war das, wo man dann wechseln musste. RIP. Das wusste ich nicht mehr leider. Ah, stimmt. Also Ultimate und dann wechseln quasi mit anderen Gegnern, mit anderen Helden draufballern. Genau. Stimmt. Ja, gut, das wusste ich jetzt nicht mehr, my bad. Trotzdem hat die Ultimate, finde ich, sehr wenig Schaden. 5000? Also irgendwie kommt mir das extrem wenig vor. Auch wenn der Schaden danach natürlich noch nicht mit einberechnet ist. Aber trotzdem irgendwie nicht so krass. Okay. Beendet den Effekt, wenn Jamia besiegt wird und 2 Sekunden Abbringzeit. Also alle 2 Sekunden kannst du das dann quasi machen. Ja, okay. Ja gut, das war jetzt natürlich mein Bad. Aber ja, ich meine, ist nicht schlecht auf jeden Fall. Wie gesagt, das habe ich halt noch einen zweiten Pyro-Helden. Also für den gewundenen Abgrund zum Beispiel kann man das auf jeden Fall gebrauchen. Also meine gewundenen Abgrund-Teams. Ich meine, mein eines Team ist sehr gut. Aber wenn man, also ich meine, ich habe logischerweise nicht so viele gepushte Helden. Also irgendwo gibt es immer Einschnitte. Ein Team ist immer ein bisschen schlechter. Oder sagen wir nicht ein bisschen, es ist viel schlechter. Also da noch ein paar Charakter für zu haben, ist auch nice. Und ja. Genau. Damit danke euch fürs Einschalten. Würde mich immer sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.